Hallo, liebe Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Pharma-Drama. So, der Flink ist schon da und hier ist wieder nichts geregelt. Guten Tag, Herr Flink! Mahlzeit. Oh, Abend, ist ja schon. Genau, schon wieder Wahnsinn. Abend, ja. Ja, ja. Aber hier merken wir am besten, wenn es Nachmittag ist, da sind keine Leute mehr hier oder wenig. Ja. Die werden immer weniger. Je mehr Stunden vergehen, desto weniger Leute sind hier. Ach, mein Kollege ist halt nicht da. Ah, schön. Naja. Na toll. Ja. Ich habe ihm mal so ein kleines Tütchen mitgebracht, das wollte ich mal kurz aus dem Traktor holen. Oh, ein Tütchen? Da ist, er fliegt da in der Öffentlichkeit, da kommt er mal um die Ecke rum. Ich rauch's dann nicht mal, gib mal her, das Tütchen. Das kurz. Hä? Ja, hier haben sie mal ein kleines Tütchen, da ist hier eine kleine Probe drin von dem. Gib mal Feuer. Also, die wollen jetzt Mischfutter rauchen. Ach so, das ist Mischfutter, ich habe gedacht, das wäre ein Joint. Also, ich weiß nicht, was das für Wirkungen auslöst. Ach so. Das habe ich nicht getestet. Achso, da ist die Probe von ihm hier, oder? Ja, wir müssen jetzt nicht in den Länger reinkriechen müssen. Oh, schön, schön. Und was kostet jetzt die Probe hier? Gar nichts. Die Probe kostet jetzt gar nichts. Wunderbar. Wo kriegt man die am besten hin? Eine einmalige Situation. Da sie neu ist, die Firma bei uns. Ja. Ich würde mal sagen, komm doch mal mit, wenn das funktioniert. Wenn wir hier irgendwie durchkommen. Dann würden wir einfach hier beiseite kippen. Ihre Kühe haben wir noch nicht futtern. Ja, so viel gehen wir nicht rein. Das glaube ich nicht. Ich würde sagen, wenn es machbar wäre, wir irgendwie hier reinkippen würden. Hier in die Ecke rein. Geht das? Die können die Mischration nicht einfach so auf den Boden kippen. Dann hat die extrem Verlust an Qualität. Ja, dann probieren wir mal in den Stall reinzufahren. Das, ja. Ich weiß nicht, wie viel wir davon wegkriegen. Machen wir hier auf. Müssen von hier reinfahren, ne? Ja, genau. Da steht die Ladebahn dran. Hm. Im Arsch. Ja. Was sagt denn überhaupt unsere App dazu? Ne, da sind sie. Naja, viel geht da nicht rein. Das ist ja scheiße. Hm. Aber warte mal. Ich rufe mal gerade den Hans an. Den Hansi an. Da kriegen wir vielleicht noch mehr weg. Ja, was los? Was machst du? Ich bin in der Nachbarortschaft, Disco. Nee, nichts Nachbarortschaft, Disco. Guck mal auf die Uhr. Was sagst du? Du sollst mal auf die Uhr schauen. Du bist ja schon in der Disco. Hallo? Warte, ich geh mal raus. Vielleicht ist leiser. Ja, das schau ich. Warte kurz. Oh, vielleicht wird es leiser. So, was sagst du? Ist so laut hier drin. Warum bist du jetzt schon in der Disco? Es ist 5 Uhr. Das ist die Nachtschicht-Disco. Die fängt immer an. Ja, nee, hier ist auch gar kein Feierabend-Disco. Da kann doch da keine Nachtschicht-Disco anfangen. Heute ist All Can You Drink. Ja, das ist mir scheißegal, wie viel du trinken kannst. Du rufst jetzt sofort den Viehhändler an und bestellst minimum noch 10 Kühe. Ich kann dir Milchfutter umsonst kriegen. Das Ding ist voll und hier ist alles voll mit Futter. Oh, ja, ich muss rein. Ruf den an, aber zack. Was sagst du? Du sollst den Viehhändler anrufen. Ja, ja. 10 Holsteiner Fersen. Tschö. Das ist doch nicht normal. Das ist ja eine Disco. Ich werde noch verrückt hier. Ich werde noch bekloppt hier. Achso, Flink. Ach, da drin ist er. Flink! Ja. Da geht jetzt viel rein jetzt, ne? Ja, ich hatte eine Idee. Ich habe gerade mit dem Viehhändler geredet. Ich habe gerade noch 10 Holstein bestellt. Dann wäre ein bisschen Platz hier. Bräuchten Sie den Futterwagen jetzt sofort oder? Dann würde ich Ihnen den runter wieder bringen. Ja, jetzt sofort brauche ich den nicht. Das wäre gut. Weil ich weiß nicht, wann der die liefert, weil dann ist hier wieder mehr Kapazität frei. Dann könnte ich das vielleicht ein bisschen was loswerden hier drin. Oder haben Sie eine Halle, wo ich das reinkippen kann? Nee.
Aber ich sag's gleich, ich kipp keinen Mischwert auf den Boden. Nee, Gott will. Aber wenn die da sind, dann krieg ich noch mehr raus. Wissen Sie, wie ich meine? Ja. Ne? Dann müssen sie nur abhängen hier drin und ich tue dann, wenn die geliefert worden sind, dann würde ich das auffüllen. Ja. Soll ich den gleich drin stehen lassen? Ja, ja, können Sie ruhig stehen lassen. Genau. Den Traktor können Sie mitholen, wir haben ja genug Trecker hier. Das hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Den hätte ich jetzt nicht hier stehen lassen. Ja, das wäre auch nicht gut geworden, unser Mitarbeiter. Mein Baby, den lasse ich nicht hier stehen. Nee, das wäre bei unserem Mitarbeiter noch nicht zu empfehlen. Das wäre nicht so gut. Na gut, dann hänge ich ab und. Genau. Mach bitte los. Alles klar, vielen Dank. Gut, dann viel Erfolg, viel Spaß mit dem Mischfutter. Ja, wenn ich soweit bin, dann bringe ich den wieder zurück, ne? Genau. Alles klar, vielen Dank. Und wie gesagt, beobachten Sie die Milchmengen. Ja, die werden im Auge warten, ja. Die werden in der Höhe schießen. Na, hoffentlich. Gut. Alles klar. Bis dahin, schönen Abend noch. Bis dann, tschüss. Müller? Ja. Ich habe gerade eine SMS gekriegt. Von wem? Ich soll 50 Schafe bestellen. Wo sollen die denn hin? Nein, keine 50 Schafe. Du sollst 10 Holsteiner bestellen. Zu mir wurde gesagt 50 Schafe. Wer hat das gesagt? Der Hansi oder was? Ja, genau. Der ist in der Disco. Das kannst du vergessen. Ja, der hat mir gerade geschrieben 50 Schafe. Und außerdem, der sollte den Viehhändler anrufen und nicht dich. 10 Holstein-Ferse brauche ich. 10 Stück. 10 Holstein. Und die heute noch. Also 10 Holstein und 50 Schafe. Nee, keine Schafe. Und Schweine? Das könnte vielleicht sein. Warte mal, ich geh mal gucken. Nee, eher ein paar weg. Nee, da brauchen wir keine. Da können wir eher ein paar verkaufen. Plus 10 Kühe. 10 Holstein-Kühe, genau. Okay. Schwarz-Weiß. Okay. Milchkühe. Okay. Okay, gut, weiß ich Bescheid. Wunderbar. Good. Perfekt. Und zack, danke. Zack. Jo. Meine Fresse. So ist er jetzt mit dem. Bist du mit dem Steinesammler? Ich muss nur noch Kontrolle machen. Chef, wollt ihr auch noch fliegen kommen? Ich habe jetzt gerade mal Mischfutter bekommen. Hier, jetzt haben wir alles vollgelumpt mit dem scheiß Mischfutter. Kein Platz für nichts mehr hier. Ja. Ich kipp das jetzt irgendwo hin, ein Teil. Ich habe doch noch 10 Kühe bestellt. Aber ist der Geier, wann die ankommen. Der Hansi ist schon wieder in der Disco. Jetzt ruft er den Sachse an. Er soll 50 Schafe kaufen gehen. Da fällt mir der Sack in Scheiben ab, wenn ich schon Schwachsinn höre. Ja. Ich will Kühe und er kauft Schafe. Ja, weil mit einem Flug kommen wir auch nicht hier zurecht, gell? Wo ist denn der, wie heißt der denn jetzt hier, den haben sie da hingeschickt, wie heißt der denn jetzt? Den Feldmann oder wie heißt er? Der ist hier mit dem Steinesammler unterwegs. Gut. Hat der das andere Feld schon gemacht, wo du am Flug warst? Nein, glaub nicht, ich muss den mal anrufen. Stimmt nicht. Ich bin jetzt der Feld 11 am Flug. Ja, mach weiter, immer weiter. Hängt immer hier rum, was machen die denn die ganze Zeit? Ich fahre jetzt noch auf das Feld, das muss ich hier zurückpfeifen. Natürlich nichts. Ja, nichts. Ich ruf den Feldmann an. Ich krieg noch einen Krampf hier. Himmelarsch. Nun, Feldmann, geh bloß ran jetzt, sonst dreh ich im Rad hier. Himmelarsch. Schon wieder Puls, Feldmann. Hier ist nichts gemacht. Das ist doch alles nicht dein Ernst. Da muss ich hin. Jetzt kann ich da hinfahren, weil die Idioten in dein Telefon gehen. Nein. So können wir hier nicht kommen. Jetzt sind wir rein zurecht hier.
Also der Feldmann, der kann Schwamm anziehen. Mein lieber Schwan. Raus da! Rasch raus da! Aber flott! Sag mal, da hinten im Feld, wo der alles geflügt hat, da liegen Steine ohne Ende. Jetzt wachst du hier jede Frosche, bis der zurück ist, bis du mit dem Teil hier fahren kannst, oder was? Ja. Hast du Latten am Zaun? Da hinten den ganzen Acker, der muss noch gemacht werden. Aber okay. Zack, zack, zurück mit dem Scheiß da. Aufmachen, zusammenklappen, mitkommen. Himmelarsch. Oh, meine Nerven. Unfassbar. Und der Feldmann guckt noch zu, wie der mit dem Finger im Arsch an der Ecke steht und wartet, bis der zurückkommt. Ich werde zurück. Das ist nicht zu fassen. Was denn nur schon wieder? Hallo? Müller? Ja. Axel hier, wir haben ja. Die Ballen aufgeladen. Wo denn hin? Zum Flink. Zum Flink? Ja. Gut, machen wir so. Wunderbar. Danke, ciao. Ciao. So, hier wo der rote Kopf leuchtet, da kannst du anhalten da. Mach hinne. Hey Müller! Moment, ich bin gleich bei euch. Hier. Kurz umkommen. Hier, Fendmann, hier, guck mal. Steine, alles unsere Steine, ohne Ende. Ja. Wenn du die alle weg hast, in der Zeit ist der Feldmann auch da hinten fertig. Und dann kannst du effektiv denn weitermachen. Dann kannst du den Brossel da und deinen Finger in den Arsch stecken, sondern den hältst du am Lenkrad und gibst hier Gas. Wer ist denn der Feldmann? Dein Vorarbeiter! Heißt du den Ferguson? Ferguson, ja. Ferguson? Ja, genau, Ferguson, genau der. Ja. Ne? Und hier, Rabotti, ja? Rabotti. In den Arsch. Was bist du denn jetzt wieder? Ja. Da mit dem Ferguson da ab. Ja. Und zum Flink fahren und nicht irgendwelche Schwarzmärkte oder so ein Scheiß hier. Auch wenn die schwarz sind, hat aber mit Schwarzmarkt nichts zu tun. Ja, das scheint dein Markenzeichen zu sein. Scheiße hier. Ich wollte doch der Scheiß auskippen. Verdammt nochmal. Bring mich hier ganz aus der Passage. So, mit dem Scheiß da. Warte ich. Ihr könnt euch mal eine Walze holen und einen Gruber und tut die Felder, wo der Ferguson am Pflügen ist, mit unserem hier, wenn er da hinten fertig ist mit seinen Spielereien da, da könnt ihr dann mit dem Gruber und mit der Walze drüber, damit die nachher picopello sind, ja? Wir haben aber nicht mehr zu viel Zeit, es ist gleich 18 Uhr, wir müssen dann die Grasdinger mit der Zahnbürste wegmachen. Feierabend. Pünktlicher Feierabend. Ach, du Scheiße. Früh um 18 Uhr hier. Müller, der Trecker will nicht vorwärts. Okay, dann macht er mal früh um 8 weiter. Himmelarsch! Gut. Das ist doch. Kriegst du wen erstattet hier, wenn die Mitarbeiter die Arbeitszeit weg sind? Müller, der Trecker fährt nicht vorwärts. Ich komm doch schon! Leck mich am Arsch. Was machst du denn hier? Alter. Guck mal auf die PS-Zahl, was da draufsteht, ne? Da guckst du mal das Gelände an. Da fährt man am besten von links nach rechts und dann von oben nach unten. Hörst du mich? Ja. Das ist. Was ist denn jetzt das Feierabend? Was? Ich werde nicht mehr. Ich muss Feierabend, jetzt... ist 18 Uhr. Ja. Wir arbeiten bis mindestens 20 Uhr. Ich finde, Gabby, wie ihr auf die 18 Uhr kommt. Das ist nicht wahr. Jetzt muss ich irgendwie die Scheiße hinkippen. Mich wird der Kampf nicht gehen lassen. Mann. Gar nichts. Haben die jetzt geliefert schon die Kühe? Nö. Woher denn auch?
Verdammt! Ja, du sagst, da gibt es nur noch 130 Meter Linienkarte. Ja, hallo? Ja, Chef, weißt du, dass wir nur den einen Flug hier haben? Ja, ja. Ich weiß. Ja, das haben wir noch ein paar Wochen zu tun. Warum? Ja. Ich alleine hier flügen und dann warten alle bis Schwindspinner. Sind die anderen zwei Kasper hier, die sind noch gar nicht bei dir, oder? Nö, ich meine nur. Dann werden ja noch drei Tage dauern, bis ich hier alles geflügt habe. Ich kann höchstens mal den Flink fragen, ob der noch einen draußen zum Ausleihen hätte. Ja. Vielleicht wir passen Traktor, damit wir Transporter sind vielleicht. Ach, genau, dann sagst du mir noch Bescheid. Im Moment sind sowieso keine mehr da, weil die Herrschaften schon wieder alle feiern. Ich wüsste gerne, wenn die alle auf die 18 Uhr Regel kommen, dass sie um 18 Uhr feiern müssen. War immer schon so. Das ist doch normal. Wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb. Schau mal hier, neben die Mist habe ich mal das gute Mischfutter hingeschmissen. Ja, mach das. Wird. Ich muss weiterfliegen. Ja, halt drauf. Ja, ich guck mal. Wir machen gleich noch Feierabend. Halb sieben. Ja, alles klar. Tschö. Na gut, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt Teamspeak vorbei. Der Name steht in der Videobeschreibung. Bis dann, haut rein. Tschüss.